Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, ein Like zu geben, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Widder für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Widder, jetzt könnten Sie Ihre Geldprobleme loswerden. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig bis Mittwoch, Mars im Sextil, Venus in Opposition, Merkur im Trigon, Jupiter im Sextil. Eher kritisch ab Donnerstag, Mars im Quadrat, Pluto im Quadrat. Merkur steht günstig zu Ihrem Zeichen, lieber Widder. Da bietet es sich an, einen Blick auf die Finanzen zu werfen. Und wenn's da hapert, her mit einem Sanierungsplan. Weil Merkur auch von einem Jupiter-Trigon und einem Pluto-Sextil unterstützt wird, ist Erfolg sehr wahrscheinlich. Aber ein Plan ist nur so gut wie seine Umsetzung. Sie wollen doch Ihre Geldprobleme loswerden, oder? Mein guter Rat für Sie, lieber Widder. Liebesplanet Venus steht Ihnen auch noch diese Woche bei. Sie haben das gewisse Etwas. Alle Personen, denen Sie begegnen, spüren, das und begegnen Ihnen sehr aufgeschlossen. Es ergeben sich auch neue Kontakte, denen Sie auf keinen Fall mit Misstrauen begegnen sollten. Diese könnten für Ihre Zukunft von Bedeutung werden. Für Sie zum Nachdenken. Der Mensch ist für die Freude geboren. Von Blaise Pascal. Wochenhoroskop Stier für die nächste Woche von 2.9. bis 8.9. Lieber Stier, das sollten Sie jetzt nicht länger aufschieben. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Saturn im Sextil, Sonne im Trigon, ab Donnerstag Mars im Sextil, Neptun im Sextil. Eher kritisch, Uranus in Konjunktion, Pluto im Quadrat, Merkur im Quadrat. Manchmal können auch kritische Aspekte Gutes bewirken. So ist das Merkur-Quadrat zu Ihrem Zeichen in dieser Woche wie ein mahnender Zeigefinger. Da gibt es etwas, das Sie unbedingt regeln sollten, lieber Stier. Etwas, das Sie unnötig belastet, in der Beziehung, im Job oder in Ihrem Finanzhaushalt. Regeln Sie es, schieben Sie es nicht länger auf. Sie werden sich hinterher sehr viel besser fühlen. Mein guter Rat für Sie, lieber Stier. Diese Woche sind die Chancen auf Glück und Erfolg stark erhöht. Sonne und ab Donnerstag Mars sind auf Ihrer Seite. Jetzt ist es ganz wichtig, dass Sie sich nicht verzetteln. Denn Sie erhalten so viele Chancen, dass Sie Gefahr laufen, sich falsch zu entscheiden. Lassen Sie sich Zeit. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl. Für Sie zum Nachdenken. Humor ist der Milchbruder des Glaubens. Von Martin Buber. Wochenhoroskop Zwillinge für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Zwilling, diese Sterne reichen Ihnen einen Zaubertrank. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Merkur im Sextil, Venus im Trigon, Jupiter in Konjunktion, bis Mittwoch Mars in Konjunktion. Eher kritisch, Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Sonne im Quadrat. Mit viel Optimismus starten Sie in die Woche, lieber Zwilling. Und woher kommt diese Zuversicht? Keine Ahnung, werden Sie sagen. Es ist einfach so. Ganz so ist es nicht, denn Sie haben ungewöhnlich gute Sterne. Merkur, Venus und Jupiter haben Ihnen da einen Zaubertrank zubereitet. Ein kleiner Schluck davon und schon läuft alles nach Wunsch. Die Liebe, der Job und alles andere. Mein guter Rat für Sie, liebe Zwillinge. Liebesplanet Venus steht günstig zu Ihrem Zeichen. Mit ihr gelingt es Ihnen leicht, Menschen zu gewinnen, die Ihre Ideen unterstützen. Außerdem verspricht sie Ihnen auch Erfolg, wenn Sie jemanden erobern möchten. Ihr Humor, Charme und Witz verdoppeln Ihre Chancen, um jemanden für sich zu gewinnen. Für Sie zum Nachdenken. Ein Freund aller ist niemandes Freund.
von Aristoteles. Wochenhoroskop Krebs für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Krebs, jetzt gibt es Mut und Kraft im Sonderangebot. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Uranus im Sextil, ab Donnerstag Mars in Konjunktion, Sonne im Sextil, Neptun im Trigon, Saturn im Trigon. Eher kritisch Venus im Quadrat. Zwei Konstellationen geben Ihnen in dieser Woche entscheidende Impulse, lieber Krebs. Da ist der Neumond, der Sie mit aller Macht dazu bewegen will, wesentliche Dinge in Ihrem Leben neu zu denken und wenn nötig, damit noch einmal ganz von vorne anzufangen. Ja, dazu braucht es Mut und das kostet auch viel Kraft. Aber da ist dann eben auch Mars, der Mut und Kraft für Sie jetzt im Sonderangebot hat. Mein guter Rat für Sie, lieber Krebs. Mit Sonne und Mars ab Donnerstag sind Sie auf der Überholspur. Nichts und niemand kann Sie aufhalten. Zudem haben Sie Lust, etwas Neues auszuprobieren. Nur zu, trauen Sie sich allerdings, rät Mars gleichzeitig auf eine gesunde Lebensweise zu achten und dass Sie sich Ihre Kräfte gut einteilen. Für Sie zum Nachdenken. Der größte Philosoph ist das Gewissen. Von Jean-Jacques Rousseau. Wochenhoroskop Löwe für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Löwe, das Glück will Sie umarmen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig bis Mittwoch Mars im Sextil, Venus im Sextil, Jupiter im Sextil, Merkur in Konjunktion. Eher kritisch Uranus im Quadrat. Für Sie, lieber Löwe, gilt das, was ich auch schon beim Sternzeichen Stier angemerkt habe. Der übrigens einzige kritische Aspekt in dieser Woche könnte sich als Ihr bester erweisen. Warum? Weil ein Uranus-Quadrat Sie zwingt, den Blick von der Zukunft auf die Gegenwart zu richten. Und da werden Sie unter tollen Venus-, Jupiter- und Merkur-Aspekten viel entdecken, was Ihnen sicher ganz viel Freude macht. Mein guter Rat für Sie, lieber Löwe. Venus steht in der Waage und schickt Ihnen ihre liebevollen Strahlen. Das ist eine wunderbare Chance, um in der Liebe eine schöne Zeit zu erleben. Wer weiß, vielleicht werden Sie Singles schon bald nicht mehr sehnsüchtig verliebten Paaren nachgucken. Schon bald sind Sie es, die man Arm in Arm mit einem neuen Partner sieht. Für Sie zum Nachdenken. Klug fragen können ist die halbe Wahrheit. Von Francis Bacon. Wochenhoroskop Jungfrau für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Liebe Jungfrau, Sie müssen raus aus Ihrem Schneckenhaus. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Uranus im Trigon, ab Donnerstag Mars im Sextil, Sonne in Konjunktion, Neptun in Opposition. Eher kritisch Jupiter im Quadrat, Saturn in Opposition bis Mittwoch Mars im Quadrat. Hören Sie jetzt ganz besonders auf sich selbst. Vertrauen Sie Ihrer Begeisterung, die der Neumond in Ihrem Zeichen erweckt. Dann werden Sie endlich die geniale Eingebung umsetzen. Dann wird ein Geschäft daraus, das mehr Geld in Ihre Haushaltskasse bringt. Die Zeit ist auch günstig, um neue, vermutlich für Sie förderliche Kontakte zu knüpfen. Dazu müssen Sie nur raus aus Ihrem Schneckenhaus. Mein guter Rat für Sie, liebe Jungfrau. Diese Woche findet am Dienstag ein Neumond in Ihrem Zeichen statt. Das ist eine wunderbare Konstellation, die Ihnen viel Glück bringen kann. Versuchen Sie aber einmal, von Ihren gewohnten Lösungsstrategien und Vorhaben abzuweichen. Es ist eine Zeit, an dem sich das Beschreiten neuer Wege lohnt. Für Sie zum Nachdenken. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Von Augustinus. Wochenhoroskop Waage für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Liebe Waage, mit Ihrem Charme verzaubern Sie jeden. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Pluto im Trigon, Venus in Konjunktion, Merkur im Sextil, Jupiter im Trigon.
bis Mittwoch Mars im Trigon. Eher kritisch ab Donnerstag Mars im Quadrat. Sie haben das gewisse Etwas, haben einen unvergleichlichen Charme, der Ihnen viele Türen öffnet und der Sie leicht durchs Leben gehen lässt. In dieser Woche überstrahlen Sie mit der Venus in Ihrem Zeichen alles und jeden. Sie verzaubern die Menschen, haben für jeden ein Lächeln über. Und das Tolle, Ihre Sympathiewerte zahlen sich nicht nur auf Ihrem Gefühlskonto, sondern auch auf dem Bankkonto aus. Mein guter Rat für Sie, liebe Waage. Merkur und auch Venus stehen wunderbar zu Ihrem Zeichen. Sie sind in bester Stimmung und haben eine positive Ausstrahlung. Dadurch motivieren Sie andere auch sehr. Außerdem sind Ihnen Ihre Prioritäten klarer denn je. Wichtig dabei ist, dass Sie andere mit Ihrem Vorhaben nicht vor den Kopf stoßen. Für Sie zum Nachdenken. Es ist besser, zweimal zu viel zu lieben, als einmal zu wenig. Von Shin Morio. Wochenhoroskop Skorpion für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Skorpion, jetzt spüren Sie, wem Sie vertrauen können. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Saturn im Trigon, Sonne im Sextil, Neptun im Trigon, ab Donnerstag Mars im Trigon. Eher kritisch, Uranus in Opposition, Merkur im Quadrat, Pluto im Quadrat. Langsam aber sicher überwinden Sie einen finanziellen Engpass. Sie haben auch kein Problem damit, unter einem Merkur-Quadrat den Gürtel ein wenig enger zu schnallen. Ist schließlich gut fürs Konto. Das sind jetzt Tage, an denen kaum Zeit für Party, Spaß oder große Ablenkungen bleibt. Dafür haben Sie unter einem Neptun-Trigon einen guten Blick für Menschen, denen Sie absolut vertrauen können. Mein guter Rat für Sie, lieber Skorpion. Diese Woche sollten Sie Ihre Augen und Ohren offen halten, denn es findet ein Neumond im Zeichen Jungfrau statt und dadurch kann Ihnen viel gelingen. Sie müssen nur Acht geben, dass Sie sich vor lauter Übermut und Freude nicht verzetteln und wichtige Chancen dadurch verpassen. Für Sie zum Nachdenken. Gib das Beste und mach das Leben zum Feste. Von Goethe. Wochenhoroskop Schütze für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Schütze, Geld oder Liebe, Sie haben die Wahl. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Pluto im Sextil, Venus im Sextil, Merkur im Trigon, Jupiter in Opposition. Bis Mittwoch Mars in Opposition. Eher kritisch, Neptun im Quadrat, Sonne im Quadrat, Saturn im Quadrat. Mit Venus lockt das eine oder andere Abenteuer und gegen ein kleines Strohfeuer haben Sie nichts einzuwenden. Aber Vorsicht, lieber Schütze, unter einem Neptun-Quadrat kann man sich auch an einem Strohfeuer die Finger verbrennen. Wer sicher gehen will, wendet sich statt Venus einfach Merkur zu. Der kümmert sich nämlich ganz intensiv um Ihre Finanzen, damit da ja nichts anbrennt. Mein guter Rat für Sie, lieber Schütze. Merkur steht im für Sie günstigen Zeichen Löwe. Das gibt Ihnen enorm viel Kraft. Sie müssen aber auch aufpassen, dass Sie vor lauter Energie nicht übers Ziel hinausschießen. Auch Liebesplanet Venus und Jupiter stehen günstig. Da kann in der Liebe einiges passieren, was Ihr Leben bereichert. Für Sie zum Nachdenken. Die wahre Ruhe kann nur in der Wahrheit liegen. Von Ferdinando Galliani. Wochenhoroskop Steinbock für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Steinbock, jetzt werden immer mehr Erfolge sichtbar. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Uranus im Trigon, Neptun im Sextil, Saturn im Sextil, ab Donnerstag Mars in Opposition. Eher kritisch, Venus im Quadrat. Das Venus-Quadrat kommt Ihnen gerade recht, lieber Steinbock, denn für Liebe und solche Sachen haben Sie jetzt sowieso keine Zeit. Sie treibt der Neumond im Sternzeichen Jungfrau an und macht Sie wild entschlossen, Ihre Vorhaben voranzutreiben. Jetzt,
Wo die ersten Erfolge sichtbar werden, sind sie mit Saturn-Unterstützung voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert und neue Pläne reifen schon. Mein guter Rat für Sie, lieber Steinbock. Diese Woche findet ein Neumond im verwandten Zeichen Jungfrau statt und Mars wechselt am Donnerstag in das Zeichen Krebs. Jetzt ist es wichtig, dass Sie Augen und Ohren offen halten, um keine Chancen zu verpassen. Sie können vor allem im Job einiges auf die Beine stellen, die Weichen für etwas Neues und Lukratives stellen. Für Sie zum Nachdenken: Wer Unverhofftes nicht erhofft, kann es nicht finden. Von Heraklit. Wochenhoroskop Wassermann für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Wassermann, es geht Ihnen besser, als Sie glauben. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig bis Mittwoch Mars im Trigon, Merkur in Opposition, Jupiter im Trigon, Venus im Trigon. Eher kritisch Uranus im Quadrat, Pluto in Konjunktion. Jupiter und Venus beglücken Sie mit wundervollen Aspekten. Da ist Ihre Welt in allerbester Ordnung. Sollte man meinen, leider gibt es da jemanden, der die Harmonie, die Sie umgibt, immer wieder in Zweifel zieht. Und dieser jemand sind Sie selbst, lieber Wassermann. Warum nur? Warum wollen Sie nicht akzeptieren, dass es Ihnen gut geht? Pluto steckt dahinter. Weisen Sie ihn in die Schranken. Mein guter Rat für Sie, lieber Wassermann. Dank Jupiter dürfte Ihnen damit so mancher berufliche oder finanzielle Erfolg gelingen. Vielleicht ergibt sich ein lukrativer Zweitjob, eine Beförderung oder die Chance auf eine aussichtsreiche Fortbildung. Prüfen Sie alles sorgfältig und nehmen Sie dann die Gelegenheit wahr, die sich Ihnen bieten. Für Sie zum Nachdenken: Durch die Brille der Erfahrung wirst du beim zweiten Hinschauen klarer sehen. Von Henrik Ibsen. Wochenhoroskop Fische für die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9. Lieber Fisch, unter der Lupe von Neptun und Mond. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Uranus im Sextil, ab Donnerstag Mars im Trigon, Sonnenopposition, Neptun in Konjunktion. Eher kritisch Saturn in Konjunktion, Jupiter im Quadrat, bis Mittwoch Mars im Quadrat. In dieser Woche sollten Sie mal wieder einen genauen Blick auf die Menschen werfen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben, lieber Fisch. Die Freunde, wie gut sind Sie wirklich, die Kollegen? Wer hilft Ihnen und wer mobbt Sie? Der Lebenspartner, spüren Sie noch seine Liebe? Von Neptun und Mond in Ihrem Zeichen bekommen Sie jetzt glasklare Antworten. Was Sie damit machen, ist dann ganz allein Ihre Sache. Mein guter Rat für Sie, liebe Fische. Planet Mars steht ab Donnerstag günstig zu Ihrem Zeichen. Diese Energie tut Ihnen ausgesprochen gut. Sie sollten sich das eine oder andere größere Projekt vornehmen. Sie sind mit diesem Mars besonders belastbar und leistungsstark. Gute Laune haben Sie obendrein. Auch gesundheitlich tut Ihnen dieser Mars gut. Stellen Sie doch mal Ihre Ernährung um. Treiben Sie wieder mehr Sport. Für Sie zum Nachdenken: Hab Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie leicht werden.